Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper mit dem Sound von Horror. Nee, Quatsch, nicht von Horror Dick. Von Hamlet bin ich wach geworden. Da sieht man schon, 99% hat unsere Leiche noch. Nehmen wir gleich mal mit. Und ich habe da oben Pilze gesehen. Ich lege jetzt einmal ganz kurz hier ab. Und dann zerlegen wir sie wie immer. Das habe ich letztes Mal echt gut getimed mit dem. Mit dem Schlafen gehen. So. Wir nehmen ihr wieder alles ab, was wichtig für uns sein könnte. Und dann schauen wir mal, was von der Leiche noch übrig ist. Ja, nicht so eine gute Leiche, muss man sagen. Also weg mit dem Blut und allem anderen auch. Ja, nee. Komm, Knochen raus, Skelett raus, Schädel raus und auf den Verbrennungshaufen. So, du wolltest den Silberwein, ne? Jawohl, den silbernen Wein wolltest du haben. Nehmen wir die Leiche. Und legen sie nach unten. Da müssten theoretisch jetzt noch drei. Das muss man hier hin. Und dann kann ich hier in die Kiste schon mal wieder mein Holz reinlegen, das ich auch schon die ganze Zeit mit mir rumschleppe. 26. Nicht so viel, wie ich gehofft hätte. Jawohl, es sind noch drei. Drei wunderschöne Lieferungen von Karotten. Er bringt uns immer für 10 Karotten zweimal Leichen. Das heißt, er bringt uns jetzt noch drei Leichen und dann können wir uns überlegen, das wäre an dem und dem Teil. Dann könnten wir tatsächlich am Montag, am nächsten, könnten wir dann Sachen verkaufen gehen. Und dann hoffentlich uns auch diese 50 blauen Punkte leisten. Solange ich übrigens kann, würde ich hier auch gleich wieder neue Verbrennungsstationen bauen. Letztlich werden wir eine zu wenig haben, aber das ist mir dann egal. Das bleibt dann halt einfach so. So. Okay, dann legen wir jetzt mal in der Kirche unsere Sachen weg. Dann müssen wir auch schon bald nochmal schlafen. Momentan ist es wirklich einfach nur Materialien ein bisschen erspielen, ergrinden. Ich kann ja auch nicht für längere Zeit weg, weil hier eben unsere Sachen sind. Oh nein, wir haben zu viele Schädel. Okay. Wird schon werden. Ich hoffe, das stapelt sich noch ein bisschen. Das wollte ich eigentlich in die Küche bringen, alles. Ich könnte gucken, ob ich aus den Fledermausflügeln gleich wieder irgendwas Sinnvolles herstellen kann. Hier zum Beispiel, da kann ich Schweinslederhaut herstellen draus. Könnte ich schon mal so ein bisschen davon was wieder verarbeiten. Damit es einfach so nach und nach wegkommt. Leider hilft mir das ja nicht dabei, dass ich blaue Punkte bekomme. Ich glaube, dafür muss ich... Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also man kriegt blaue Punkte über Dinge, aber ich muss erstmal gucken, was es nochmal war. Ich habe auch mal versucht, es zu googeln. Da steht immer noch Glas, aber Glas ist es nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Weiterverarbeitung von Glas, wenn wir das zu Urnen, glaube ich, machen oder so. Dafür könnten wir eventuell ein paar ganz wenige blaue Punkte bekommen, aber halt wirklich nicht viele. Kann ich eigentlich aus den Schädeln irgendwas machen? Irgendetwas. Nicht so wirklich. Wir könnten einmal mit Blut herstellen, aber das möchte ich eigentlich nicht so. Ich weiß gar nicht, wofür ich die Flugblätter hergestellt habe. Reumütiges Gebet. Was macht ihr das denn nochmal? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist nur zum Lagern. Hier hinten könnten wir Sachen erforschen. Was kann ich denn hier noch herstellen? Kann ich wieder irgendwas herstellen vielleicht? Kirchenarbeitstisch. Den haben wir aber schon, oder? Schrift. Wir haben einen Tisch, einen Arbeitstisch und einen Kirchenarbeitstisch. Oder? Tisch, Arbeitstisch, Kirchenarbeitstisch. Ich bin mir immer so unsicher. Tisch, Kirchenarbeitstisch, Arbeitstisch. Ja, wir haben alles. Oh, und wir sollten natürlich auch, Moment, das habe ich die ganze Zeit immer vergessen, wir sollten mit diesem netten Skelett reden. Nicht dem Skelett, dem Zombie. Wo ist der denn? War der Zombie denn? Der Zombie, wo war? Ich glaube, der war hier ganz links, oder? Wir haben ja seinen Kumpel ausgegraben, schon vor einer halben Ewigkeit, einer gefühlten Ewigkeit. Und dann sollten wir mit ihm wieder sprechen. Hi, Gunther. Erzähl mir von den Wiederbelebungszutaten, bitte. Die erste Zutat ist irgendein Pulver. Das zweite ist Blut. Okay. Irgendein Pulver. Ja, das hilft mir sehr weiter. Da müssten wir auch noch reingehen. Das würde ich... Ich würde ehrlich gesagt wieder gerne in den Dungeon, wenn wir mit den Leichen durch sind...
Oder aber jetzt, dass wir jetzt kurz unser Inventar leeren, dass wir die Sachen schnell weglegen und dann in den Dungeon runtergehen. Wobei, nein, ist eigentlich auch doof. Ich müsste vorher ein wenig erholter sein, glaube ich. So, tun wir da einen Weizen rein. Der passt hier gut dazu. Das Schweinsleder hätte ich in der Kirche lassen können. Dann basteln wir jetzt nochmal ein Fleischpaket. Da könnte ich theoretisch auch einfach jedes Mal warten, bis wir... Einmal kann ich Pilze herstellen. Fleißige Arbeit und weniger Energie mit Spitzhacken. Wenn ich mit Spitzhacken arbeite, ja, das ist schön. Verringert die Chance auf Fehler, ist auch schön. Ich könnte meine Fische weiterverarbeiten, theoretisch. Ein Handelssegen und 4 Bestattungsurkunden. Wir werden auf jeden Fall wieder Geld haben. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall am Schluss hier Fisch... Nee. Gebratener Fisch, den könnte ich... Frisch... Fische entwischen hier nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht gemerkt, dass uns Fische entkommen. Wir könnten Fischsuppe machen. Ich gucke jetzt einfach mal, was wir so alles herstellen könnten. Omelette könnten wir auch machen. Lasagne auch, wenn ich wieder Linsen... Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Lasagne mit Linsen gegessen. Finde ich ein bisschen irritierend, aber okay. Zwiebelringe, Bierdurst. Bier schmeckt jetzt viel besser, das ist aber sehr schön. Könnten wir herstellen. Zumindest den Toast mit Zwiebeln, das könnten wir machen. Der genauso viel bringt. Nur, dass wir dafür unsere Zwiebeln ein bisschen weniger bekommen. Dafür brauchen wir kein Öl. Ja, nein. Ich stelle einmal diese... Was wir immer herstellen, unsere Pilze. Und dann gehen wir schlafen, damit wir abends eben wieder unsere Leiche gut einsammeln können. Und da bin ich tatsächlich am Überlegen, was wir als... Es ist tatsächlich momentan einfach ein Sammeln. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, so, da ist ja auch noch ein. Aber wir brauchen auf jeden Fall Geld. Wir brauchen auf jeden Fall blaue Punkte. Wir brauchen so viele Dinge. Hamlet, wo bleibst du? Dankeschön. Beeil dich, Esel. Hier meine Leiche. Dankeschön. Geht doch. So. Hauptsache holen wir die... Momentan holen wir Leichen tatsächlich, glaube ich, primär wegen dem Fleisch. Und hier könnte sein, dass die ruhige Hand durch den Burger uns helfen würde, dass wir hier weniger Punkte verlieren. Das wäre denkbar. Sashimi-Meister. Eine Errungenschaft. Ich glaube, das hat mir jetzt sogar eingeblendet gesehen, weil ich Steam-Overlay anhab. So viel Fleisch haben wir schon rausgeschnitten aus den armen Toten. Oh, warte mal. Okay, also falls das jetzt gut geht und wir dadurch nur ein rotes Ding verlieren und keins mehr... Na, schade. Na gut, dann nehmen wir ihn komplett aus. Dann ist auch voll uns egal. Zack. Schade, schade. Aber 4 mache ich nicht. Der muss komplett gut sein. So, schnappen wir uns die Leiche, verbrennen sie gleich. Hier sind es noch 2 Makarotten. Das heißt, 2 Tage lang bringt er uns noch die Sachen. So. Das kommt noch in die Kirche. Da können wir noch ein bisschen dann herstellen. Ich warte einfach mal kurz, bis es abgebrannt ist. Yay! Ein Feuerchen in der Nacht. So soll das sein. Ich glaube, auch unseren Hopfen müsste ich wieder abbauen können. Denke ich mal. Und dann müssen wir auch neuen kaufen. Aber ehrlich gesagt, momentan ist es mir wichtiger, dass wir andere Sachen haben. Was war? Achso, das war einfach nur... Okay. Ich mache nachher die anderen 3 wieder. Ich würde auch gerne einmal Torf mitnehmen, um ehrlich zu sein. Damit wir wieder düngen können. Jetzt haben wir 6 Mal dabei, das ist gut. Dann gehe ich da einmal kurz hin. Und wir sammeln die Pilze ein. Pilze! Kann man nie zu viele haben. Genauso wie... Okay, doch, Beeren kann man zu viele haben. Okay. Also momentan ist es wirklich einfach Leichenverarbeitung. Das Problem ist, ich weiß auch nicht... Ich bin mir noch unsicher, wie das mit den Zombies ist. Und ich habe nachgeschaut. Ich hoffe einfach sehr, dass ich ohne Zombies an Erze kommen werde. Denn hier bin ich ja... Das können wir doch... Ja, das können wir. Denn hier bin ich immer so, dass ich ein bisschen... Ich habe keinen Platz mehr. So. 2... 3. 4. 5.
das hier, wenn ich jetzt bitte den Samen einsammeln. Dankeschön, Gott sei Dank. So, jetzt kann ich nämlich alles einsammeln. Wir haben nicht nochmal Hopfensamen, oder? Ich kann nicht nochmal anpflanzen. Hier zum Beispiel. Irgendwas. Nein, es ist alles zu weit weg. Und unten haben wir nicht genug. Wir haben jetzt einfach nur 4 bekommen. Gut, das hat gerade so funktioniert. Da könnten wir uns jetzt... Da kriegen wir noch eine Leiche und hier eben am Stiertag und am Männchentag kriegen wir noch Leichen und dann am Manntag. Stiertag, Manntag. Nicht zu vergessen mit dem Manta. So. Das hier rein. Ach ja, der Grind, der Grind. Ich weiß, eine Kritik an dem Spiel war ja, dass es im Prinzip sehr grindy ist. So, ich meine zu wenig. Und dass man halt wirklich sehr, sehr viel am Sammeln ist und sehr viel macht und tut und einfach nur damit es gemacht ist. Und es ist nicht ganz falsch, finde ich. Also man macht schon viele Sachen einfach nur, weil man sie halt machen muss. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nichts dagegen, wenn wir einfach mehr Fleisch bekämen oder so. Wenn wir irgendwie einen Skill hätten, den wir benutzen können, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt mehr Fleisch, wir kriegen mehr irgendwas, weil damit es einfach nicht so lange dauert. Ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel eine gute Portion seiner Spielzeit einfach daher nimmt, dass man sehr viele Dinge sehr oft wiederholt, teilweise auch so oft, bis es nicht mehr unbedingt das Spaßigste ist. Also das 100. Mal Pilze sammeln und Baumstämme fällen und alles, es macht halt irgendwann nicht mehr ganz so viel Spaß. Muss man leider schon so sagen. Da gibt es spannendere Dinge, als das noch dann zu tun. Aber ich beschwere mich jetzt nicht grundsätzlich über das Spiel. Es ist einfach nur, ich kann verstehen, woher die Kritikpunkte von manchen Leuten kommen, dass man sagt, okay, das Spiel ist schon ein bisschen grindy. Also es gäbe elegantere Möglichkeiten, vielleicht die Sachen zu machen, als hier ihn 100-mal dieselben Tasten ausführen zu lassen. So. Das ist leider so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt letztlich einen Teil des Spiels ausmacht. Ich meine, er ist ja hier praktisch gefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn sowas wie das Fegefeuer, wo er sich einfach läutern darf. Er ist ja gestorben. Und wenn das sowas ähnliches ist wie das Fegefeuer für ihn, dann soll das ja nerven. Dann soll das ja lange dauern. Dann soll er da nicht mal so kurz durchswoopen und jetzt bin ich fertig und mir geht's wieder super. Dann soll er leiden und es soll ihm schlecht gehen und alles. Das Problem ist natürlich nur, dass es uns dabei auch so ein ganz kleines bisschen manchmal schlecht geht, weil wir eben auch Dinge tun müssen. Dinge, die nicht immer die spaßigsten sind. Und da fängt es dann halt wieder an, dass man sagen könnte, okay, aber ich als Spieler soll ja Spaß haben am Spielen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich keinen Spaß habe, aber ich verstehe halt, wenn man sagt, okay, das ist nicht meins. Das ist tatsächlich, ich meine, ich lese ja gerne mal auch auf Steam Reviews. Also gerade bevor ich Spiele anfange, wenn ich mal reingeschaut habe, wie hier, dass ich mal irgendwie ein paar Bilder gesehen habe, das hat mir einfach schon vom Stil her sehr gefallen. Und ich habe ja auch Punch Club gespielt. Und wusste daher schon ein bisschen, was mich erwartet bei den Lazy Bear Games. Aber trotzdem lese ich halt, gerade nachdem ich angefangen habe, lese ich dann ganz gerne mal Reviews. So, ich möchte mal... Wir stehen jetzt auf, damit wir möglichst noch Hamlet abfangen. Und die meisten Kritikpunkte... die es gab, also das Spiel, die meisten Leute finden es toll und die Kritikpunkte, die es aber halt auch bei den Reviews gibt, von Leuten, die das Spiel sehr mögen, ist halt wirklich, es ist sehr grindy. Man macht sehr oft dieselben Dinge, immer wieder und wieder und wieder. Und da kann einem dann halt schon mal so ein ganz kleines bisschen der Spaß verloren gehen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jemand sagt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich das sage. Ich habe mich dann neulich erst mit jemandem unterhalten, der auch zum Beispiel meinte, er findet es nicht gut, dass manche Let's Player, wir nennen jetzt mal keine Namen, Spiele, die offensichtliche Mängel haben, eben trotzdem sehr verteidigen. Wo es dann halt tatsächlich vielleicht nachvollziehbar ist, dass jemand sagt, ja, aber
das Spiel ist halt objektiv betrachtet nicht unbedingt gut. Das Spiel hat seine Mängel. So, wir verbrennen sie für das Salz alleine schon. Der Vorteil am Verbrennen gegenüber dem tatsächlich anders verarbeiten. Wir haben hinterher Salz und alles. Okay. Es ist nur noch eine Leiche, die wir verbrennen. Dann sind wir auch schon wieder fast bei der nächsten Woche angelangt. Inzwischen kann ich die hier auch... Genau, inzwischen kann ich diese toten Bäume auch abpacken. Dann würde ich das doch mal schnell machen. Kriegen wir Holzstöckchen, wenn wir das wieder hernehmen. So. Ich bin sehr für ausreichend Schlaf. Merkt man ja auch, ich schlafe immer genug. Ich habe noch nie eine Nacht durchgemacht, wo ich einfach nur... Das schwach's nicht. Ich schlafe ständig zu wenig. Das ist eigentlich ganz, ganz ungesund, was ich mache. So. Schieben wir hier unsere Baumstämmchen hin. Wir haben ja noch eine ganze wunderschöne Reihe an Mauer, wo wir einfach noch Sachen hinlegen können. Ohne, dass sie uns stören. Hier nämlich. Da, wir können hier die ganze Mauer entlang noch Baumstämme hinlegen. Ohne, dass sie uns jemals auf den Senkel gehen werden. Ich muss sie nur tatsächlich hier an die Mauer legen. So. Dann können wir die hübsch hier hinlegen. So. Hier hin und hier noch. Das ist so ein kleiner Affentanz, den ich immer mache mit meinem Holz, ja. Ich könnte das vermutlich auch einfacher haben, indem ich es wirklich einzeln trage ab einem bestimmten Punkt. Aber hey, wo wäre denn da der Spaß, wenn wir uns nicht selber herausfordern mit Baumstämme schieben? Jetzt würde ich hier ganz gerne den noch ablegen und dann den an die Wand schieben. Und dann haben wir hier eine wunderschöne zweite Reihe mit Holz. Und dann können wir unten wieder einsammeln. Ich kann gleich wieder einen Scheiterhaufen aufstellen. Und wir müssten theoretisch, ich guck mal nach, noch einmal, genau, noch ein einziges Mal kriegen wir Karotten. Und dann können wir auch noch einmal einen Scheiterhaufen bauen. Und dann haben wir schon wieder kein Holz, nämlich. So, ich leg mich erstmal schlafen, damit wir am nächsten Tag ein bisschen produktiv sein, überhaupt produktiv sein können. Irgendwann, das Problem ist, wenn wir uns irgendwann nur noch mit Essen wachgehalten haben. Habe ich genug? Nein, ich habe nicht genug Platz. Ich habe definitiv nicht genug Platz. Wenn wir uns irgendwann zu lange nur noch mit Essen am Leben gehalten haben oder wachgehalten haben, dann verlieren wir ja immer mehr und mehr Energie. Ich glaube, allein schon durch fast jede Tätigkeit dann. So, heute wäre der Tag, wo wir zum Astrologen gehen könnten. Glaube ich. Oder am nächsten Tag erst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Machen wir aber nicht. Das machen wir dann einfach eine Woche drauf. Und es kann auch sein... Ich habe wieder Sachen nicht abgelegt, oder? Jein. Jein. Ich habe die Bären nicht weggelegt. Der Rest ist eher so optional. So. Stöckchen kann ich wieder weglegen. Aus dem kann ich dann Feuerholz, glaube ich, machen und sowas. Das Salz hätte ich auch noch in der Küche. Okay, Salz und Fleisch kann ich noch in die Küche legen. Beziehungsweise Fleisch kann ich verarbeiten, Salz lege ich weg. Oder das Fleisch behalte ich erstmal noch. Das macht eigentlich... Wobei doch, es macht einen Unterschied. Natürlich macht es einen Unterschied. Fleischpakete habe ich schon zusammen. So. Damit ich ein bisschen mehr hier sammeln kann von unseren Sachen, kann ich auch gleich wieder starten. Stelle her. Ich brauche immer ganz viel Torf. So, jetzt mal das hier schon. Ach ja, ernten. Es ist nicht schön, wie ich hier in meinem Kohlbeet in allem stehe. Es ist wunderschön und ich kann schon wieder nichts einsammeln. Weil das bringt jetzt ja auch nichts. So. Ja. Wir haben einfach zu viel, wobei den Torf brauche ich eigentlich gleich. Aber nicht alles. Vielleicht könnte ich einfach so knapp 200 wieder weglegen. Ja, so vielleicht. So sieht's doch gut aus.
Ich wollte eigentlich nicht pflanzen, sondern ernten. Dankeschön. Sehr rücksichtsvoll von dir. So. Wir kriegen langsam tatsächlich genug Sachen zusammen, um glücklich zu sein. Bald muss ich... Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde erstmal keine Samen mehr kaufen, denn wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Alles, was ich dann an Samen kaufe, wo ich noch investiere rein, das ist in unsere guten Hopfen- und Weinsachen. Hopfen und Wein, da werden wir drin investieren. Für den Rest kaufen wir nichts mehr. Für die nächste Zeit. Irgendwann schon, aber eben nicht jetzt. Denn wie man sieht, wir haben eigentlich ziemlich viel von fast allem. Also ich meine, wir kriegen ja jedes Mal auch wieder ein paar Samen zurück. Und das hier noch da rein. Und wir kriegen halt langsam auch wirklich ordentlich Gemüse zusammen. Ich wünschte, es gäbe ja so eine Funktion wie bei Stardew, dass man einfach mehrere Sachen auf einmal machen kann. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Vielleicht gibt es die ja tatsächlich und ich weiß noch nichts davon. Habe ich hier wieder genug? Nein. Es bleibt halt einfach mehr oder weniger konstant. Nein. Du darfst hier schon genau das hier machen. Genau. Und dann hier anpflanzen. Und da. Und da. Und da. Hier nochmal. Pflanz einfach, mein kleiner Freund. Pflanze. Ich müsste eigentlich auch nicht mehr überall jedes Mal auf Anpflanzen gehen. Wir könnten erstmal gucken, dass wir die unteren Felder benutzen. 3, 1, 3. Okay. Jetzt wären es schon merklich weniger Felder, die wir bestellen. Sonst waren wir immer noch unten irgendwo in der letzten Reihe. Torf muss wieder weg. Und natürlich der Abfall hier. So. Und jetzt müsste auch bald schon wieder unsere nächste Leiche geliefert werden, oder? Jawohl. Das passt ja vom Timing her passt es gerade echt gut. Perfekt, das ist dann auch die letzte. Da oben sind wieder Pilze, was ich noch besser finde. Nein, aufheben. So. Vielleicht kriege ich ja mal wieder eine, die ich verbuddeln kann. Das Fleisch brauche ich aber in jedem Fall. Und wir haben auch schon Glück gehabt, dass wir durchs Fett entfernen Pluspunkte bekommen haben, sozusagen. Vielleicht, weil die sich dann denken, die Leute, oh, der hat aber am Schluss nochmal schön abgenommen. Steht ihm. Schlanke Linie und so im Tod. Naja. Wenn ich ihm die Haut abziehe, kriege ich dafür bestimmt keine gute Wertung, oder? Ich müsste es echt mal mit dem Burger versuchen. Ja, dann kann ich ihn voll ausweiden. Ist die letzte Leiche für eine Weile, von daher. Ich sollte jetzt auch wieder für Kerzen erstmal genug Fett haben, dass wir da uns keine Sorgen mehr machen müssen. Jetzt geht es mir dann darum, dass ich keinen Bienenwachs mehr habe. So, du kommst bitte mit. Dann verbrennen wir unsere kleine Leiche. Direkt hier unten noch. So. Da sind keine Karotten mehr drin. Ich gehe mal schnell Pilze sammeln. Und dann weiß ich gar nicht, was wir jetzt noch machen könnten. Nein, ich will den Pilz. Nicht den Baum. Ich weiß gar nicht, ob die... Aber theoretisch müssten die auch ohne die Bäume hier wachsen. Jetzt habe ich die Blume eingesammelt. Toll. Ganz super gemacht. Ach, wisst ihr was? Ich brauche hier einfach keinen. Ich bin gerade so erschöpft und müde. Als nächstes kommt der Montag. Dann kann ich ja doch schlafen und zum... Dann kann ich das ja doch machen. Okay, wir gehen zum Astrologen und kaufen hübsch ein. Moment mal, hier erstmal. So, packen wir hier noch die Pilze rein, dass wir hier wieder zwei davon herstellen können. Das Zeug hier unten rein. Und ehrlich gesagt würde ich ganz gerne hier erstmal die Sachen zwischenlagern. Damit ich jetzt nicht nochmal zu unserer Kirche rüber muss. So. Pflänzchen können hier rein. Das Salz darf noch da oben rein. Auch hier rein. Das hätte ich unten hinlegen sollen. Jetzt gehen wir schlafen. Und dann gehen wir tatsächlich jetzt am Montag. Das müsste ja das... Ja, dann müssten wir tatsächlich dann beim Astrologen doch einkaufen können. Und dann könnten wir in der nächsten Folge die Punkte ausgeben.
Ich sage extra in der nächsten, weil ich nicht glaube, dass ich mir jetzt schnell auf die letzten Drücke noch überlege, welche Punkte wir da nehmen. Da möchte ich mir tatsächlich gerne viele Gedanken drüber machen können. Das werde ich noch verarbeiten. So. Und damit gehen wir jetzt in die Stadt. Dann verkaufen wir erstmal. Na, die will ich nicht mitnehmen. Dann verkaufen wir jetzt erstmal ordentlich Sachen. Wir haben ja 7 Bestattungsurkunden, ein Handelssegen und dann eben unsere 8 Fleisch. Und was ich gerne versuchen würde, wäre. Wobei der Händler ist, glaube ich, nicht da. Der ist an einem anderen Tag da. Moment mal ganz kurz, die NPCs. Welches ist denn dieser komische. Der Kaufmann. Der ist immer an dem Stiertag da. Okay. Dann würde ich nämlich gerne mal unser goldenes Gemüse bei ihm abliefern. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz in den Pub. Ins tote Pferd. Und dann gehen wir weiter zum Astrologen. Weil wir, glaube ich, uns tatsächlich für wenigstens 10 dann dieses große Buch mit den 50 blauen Punkten leisten können. Und mit 50 blauen Punkten kann ich schon wieder einiges lernen. Und dann fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen besser. Aber erstmal Dinge verkaufen. Dead Horse. Ja, schick mich nie wieder raus. Ich will hier drin sein. Hallöchen. Ich habe Dinge zu verkaufen. Wie zum Beispiel echt gutes Fleisch, das gar nicht so viel wert ist, wie ich gehofft hatte. Und einen Handelssegen und. So. Wow, wir haben 27. Das ist so gut. Ich könnte jetzt theoretisch guten Wein kaufen. Wer will denn nochmal alles? Soll ich das einfach mal machen? Ich gehe mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich will mal ganz kurz gucken. Es wollen 2 NPCs wollen Wein. Gary möchte Wein. Wir nehmen jetzt einfach Gary eine Weinflasche mit. Und nochmal irgendjemand wollte Wein. Nochmal irgendjemand, genau, gegen eine Geschichte, aber das mache ich jetzt nicht. Ich würde jetzt einfach, weil wir es gerade haben, würde ich ihm gerne eine Flasche Rotwein abkaufen. So. Dann freut sich der gute Yorick. Ich kaufe diesmal keine Milch und keine Eier. Davon haben wir, glaube ich, noch. Ich möchte mir stattdessen lieber die blauen Bücher kaufen, damit wir endlich die Punkte bekommen. Ich bin sicher, man müsste das nicht unbedingt machen. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, die gut zu verdienen, aber ich habe halt momentan keine und vielleicht auch, weil ich ein bisschen abstrus lerne manchmal. So, den nehmen wir mit. Unten können wir dann auch gleich noch nach Äpfeln schauen, aber erst nachdem ich eingekauft habe. Nicht, dass der verschwindet. Das wäre mein persönlicher Horror. Laufen wir hier hin und er geht gerade und verkauft uns nichts mehr. So, hallo, lieber Astrologe. Ich möchte gerne handeln. Ich würde von dir gerne. Ach, da unten ist es. Okay. Und das Buch würde ich auch ganz gerne kaufen. 15 haben wir immer noch 10, das geht. So. Und jetzt können wir die eigentlich gleich benutzen. Benutzen und benutzen. Perfekt. Und wir haben wieder. Moment, ich gehe mal ganz kurz hier auf unsere Technologien. Wir haben wieder 119 Punkte. Das heißt, ich kann hier schön lernen. Bücherregale und Tisch 2 könnte ich lernen. Das wäre sicher praktisch. Oder Schreibtricks. Aber ehrlich gesagt, ich habe es eher auf andere Sachen abgesehen, wie zum Beispiel eventuell das Kombo-Gebet. Das wäre ganz praktisch. Spendengebet. Oder aber bei der Landwirtschaft eventuell. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte Dinge, der Schmied wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, den wir lernen könnten. Oder tatsächlich die Regeln des Brennens. Das vielleicht. Ein Laternennetzwerk, Platz für Laternen. Das wäre eine Idee. Der Eisenguss, den müssten wir, glaube ich, lernen. Wasserpumpe wäre sicher auch nicht schlecht, aber brauche ich nicht unbedingt. Hier müsste ich eben so Sachen lernen wie der Goldgeruch vielleicht, Marmorabbau. Ja, ich muss auf jeden Fall Sachen lernen. 10 Gold haben wir noch. Das ist ein Anfang, würde ich sagen. Damit sind wir immerhin nicht mehr ganz bei 0. Ich könnte auch bessere Fische eventuell. Also, dass wir uns die bessere Angel kaufen. Wie viel hat die nochmal gekostet? Aber andererseits, nein, ich angle nicht so oft. Besser, wir haben das Geld übrig für andere Dinge. Bitte, bitte lass mich da drüben bei dem. Der sieht so reif aus. Ja, Gott sei Dank. Yay. Äpfel. Ja, ich werde es auf jeden Fall gleich eben schauen. Schade. Ich werde es gleich auf jeden Fall schauen. Wir machen gleich Schluss, weil wir zu Hause sind und alles aufgeräumt haben und so machen wir wieder. Beenden wir mal die Folge.
Und dann gucken wir einfach mal, dass wir danach uns überlegen, zum einen, was wir lernen könnten, zum anderen, dass ich vielleicht noch ein bisschen Hopfen und Wein anbaue. Hopfen kann man oben kaufen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht schon zu spät ist, bis wir da vorbeilaufen könnten. Deswegen lasse ich das jetzt noch. Zumal ich noch kein Bier brauen kann. Ich muss dann erst gucken, wie das alles funktioniert und zusammenhängt. Da muss ich noch ein paar Sachen nachschauen. Also nicht nachschauen im Sinne von Internet, sondern wirklich einfach nur gucken, okay, was für Technologien haben wir? Und das werde ich jetzt, glaube ich, einfach gleich machen. Dass ich nicht einfach jetzt 5 Minuten auf diesen Fertigkeitenbaum starre und dabei vor mich hin nuschle. Jetzt hat es auch die langsam denkende Sora verstanden. Das mache ich dann jetzt einfach gleich zwischen den Folgen und dann, ja, so angebaut ist. Oh, warte mal, hier kann ich auch wieder sammeln. Oh, sammeln. Meine kleine Leidenschaft, ich wollte gerade sagen. Wir müssen auf jeden Fall lernen. Ja, genau. Okay, fürs nächste Mal kann es sein, dass ich einfach mal mich wieder zu diesem Steinbruch hochbegebe. Ich weiß noch nicht, ob wir da anfangen oder ob wir da hinlaufen. Aber ich würde da gerne gucken, ob es da oben irgendwo... Denn da gibt es diese Mine, die man vermutlich mit Zombies betreiben kann. Aber ich würde eben gucken wollen, vielleicht ist in der Ecke da oben auch das, wo man andere Dinge herbekommt. Da kann ich nicht durch. Sauerei. Ich glaube, ich habe da drüben einen Pilz. Tut mir leid, ich habe einen Pilz gesehen und ich kann nicht widerstehen. Ich muss. Es ist ein innerer Zwang. Ich bin ein Monk. Ich kann nicht anders als Pilze zu sammeln, wenn ich sie sehe. Das tut mir so leid. So, gesammelt. Ich bin wieder glücklich. Ja, dann schaue ich gleich einfach, wie wir das machen. Und dann gehen wir nächstes Mal wieder hin zu dem Marmor-Ding. Und ich weiß noch gar nicht, was wir alles Schönes machen. Aber wir werden Dinge tun. Wow. Okay, was ich jetzt noch mache, das sind unsere Sachen wegräumen. So. Wir haben ja unten im Keller Sachen. Wir haben da Gegenstände abgelegt, die da gar nicht reingehören. Und die würde ich tatsächlich ganz gerne... Oh, genau. Und wir könnten natürlich noch... Wir könnten natürlich einfach noch schnell unsere... Die Flasche Wein abgeben. Unsere Weinflasche hier. Die haben wir extra gekauft für Yorick. Das machen wir jetzt, glaube ich, noch. Ich gehe über die Kirche, lege da die Sachen ab und dann gehen wir zu Yorick, geben noch die Weinflasche ab und dann legen wir uns schlafen. Aber dann gucken wir erstmal, was Yorick uns noch Spannendes zu erzählen hat. Oh, dann ist der Grind hoffentlich, beziehungsweise dann ist dieser ja, unspezifische Grind hoffentlich endlich vorbei und dass ich wieder weiß, worauf ich hinarbeiten kann. Denn momentan fallen mir viele dieser Sachen hier zugegeben schwer, wie man vielleicht gar nicht gemerkt hat. Dass ich oft einfach nicht wirklich sicher bin, wie wir weiterkommen. Natürlich ist es ein neuer Stapel. Okay. Auf zu Yorick rüber. Das machen wir jetzt noch. Unseren Freund, das... Ich laufe hier falsch, oder? Ich bin hier gar nicht richtig. Ich bin hier komplett falsch. Okay. Aber es gab doch eine direkte Verbindung zu ihm runter, oder? War das unten entlang? Ja, das war unten. Hoppala. Upsi. Kann auch mal passieren. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ich laufe hier unten im Keller so selten rum. Deswegen. Ja, wir gehen da hin und wir geben ihm den Wein. Damit er endlich glücklich ist und ihn sich durchs... Ja, durch den Kiefer schütten kann. Hier, Wein. Ich schmecke ihn nicht, aber er fühlt sich definitiv alkoholisch an. Sart, jetzt werde ich schon wieder depressiv. Wie, das war alles? Wir haben dafür gesorgt, dass wir jetzt einen depressiven Schädel haben. Das war's? Toll. Okay, dann halt nicht. Dann haben wir jetzt halt einen depressiven Schädel und den Wein einfach so verbraucht. Ich habe eine Geschichte, die lege ich noch schnell weg. Klasse. Moment mal ganz kurz hier. Das stört mich schon die ganze Zeit. So. Okay, dann würde ich mal sagen, ich lege jetzt noch die Geschichte weg und dann gehen wir tatsächlich schlafen. Ich bedanke mich in der Zwischenzeit schon mal dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir müssen auf jeden Fall noch ausreichend Bienen sammeln. Ich glaube, 4 Stück fehlen noch. Das sollte eigentlich machbar sein. Ansonsten macht euch schon mal einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Graveyard Keeper, wenn unser guter Gunther wieder ausgeschlafen ist und
Ach ja, da war ja was. Okay. Gut, macht euch also noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.